Hey ho, meine Lieben! Wenn ich schon am Vatertag alleinig daheim rumgammel, mache ich mir wenigstens was richtig Geiles zum Essen. Ich mache mir Rindsrouladen gefüllt mit einer Hackmischung, würde ich mal sagen. Also Rindsrouladen ein bisschen anders einmal. Experimentale. Vielleicht gibt es das auch schon, ich habe keine Ahnung. Und dazu habe ich schon mal, was ich benötige, vorweg alles aufgebaut und das schauen wir jetzt an, drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Auf geht's! Tja Freunde, ein Teil davon kommt jetzt erstmal wieder in die Kühlung. Das wären einmal zwei Rindsrouladen und ein bisschen Hackfleisch, Hackmasse. Ja, mehr habe ich nicht, das muss ausreichen. Kommt nochmal in die Kühlung. Dann den Bacon, wo ich vom Stefan bekommen habe, da ist auch noch einer übrig. Der kommt natürlich auch damit rein. Das kommt gleich nochmal in die Kühlung. Genauso wie meine Semmelknödel. Ich habe schon mal gesagt, für mich alleine vollkommen okay. Das Ganze wird übrigens in der Kokotte gemacht. Hackkotte. Ofarab hat mir auch der Stefan mitgebracht. Der hat mitgekriegt, dass ich keinen mehr habe. Vielen Dank dafür nochmal. Wirklich vielen, vielen Dank. Damit werde ich das Hack mischen. Mischen, würzen. Gut, dann brauchen wir ein paar Gürkchen. Butterschmalz zum Anbrutzeln, ganz klar. Salz, Pfeffer, Paprika. An sonstigen Gewürzen, dann ein Paprika-Tomatenmark an mittelscharfen Senf. Ja, ich habe wieder meinen guten Tommy. Dann haben wir hier Petersilie, eine Suppengrünmischung und jede Menge Zwiebeln. Und damit fange ich nämlich jetzt an. Zwiebeln und Petersilie werden jetzt erst einmal in der Pfanne kurz angeschmort und ja, dann darf das erstmal wieder abkühlen. Und das Gemüse werde ich dann nachher gleich einmal schälen und in der Schüssel reinschnipseln. Das brauchen wir ja dann eh für die Soße. Ja, ich lege einmal los. Tja, vorbei die Zeit, wo ich sowas aus dem Garten geholt habe. Aber egal, kommt vielleicht wieder. Ich brauche bloß meinen Schrebergarten, Leute. Meine Häckselmaschine kommt auch wieder zum Einsatz. Jo. Das reicht schon wieder. Dann tue ich das mal mit dem Butterschmalz gleich in die Pfanne rein und einschalten. Beziehungsweise warte ich noch auf die Zwiebeln. Dann nehme ich mir eine normale und eine weiße. Das wird ausreichen. Schälen, rein, klein häckseln. Ah, ich schäle die schnell und zum Kleinhäckseln hole ich euch wieder dazu. Ja, nächste Runde. Ich bin gefragt worden, ob man hier das Zeug, was man da reinschmeißt, unbedingt klein machen muss. Ich täte da mal sagen, das macht für den Start wesentlich mehr Sinn. Wechseln, anziehen und Vierteln von einer Zwiebel ist ja wohl gar kein Problem. Ein bisschen noch. Schwuppdiwupp. Hören wir schon wieder auf, weil ich habe heute keine Lust auf Zwiebelpüree. Ich möchte etwas stückiger haben. Und ja, ab in die Pfanne, Herd einschalten und das ganze Zeug einmal durchschmoren. Hui. Also die Zwiebeln haben es in sich. So.
Tja, manche Küchenhelferlein sind einfach Gold wert. Und hier haue ich jetzt gleich noch etwas von dem Tomatenpaprika mit rein. Ja, komm. Können wir es ja auch gleich ganz leer machen. So, das war's. Pfanne heiß werden lassen und einmal schön durchschmoren. Und ja, danach heißt es erst einmal abkühlen lassen wieder. Ich zeige euch dann einfach die fertige Masse. So Freunde, weiter geht's mit den Rouladen. Ihr wundert euch bestimmt, warum da ein Topf steht, werdet ihr gleich sehen. Ich habe mittlerweile geschnibbelt ein paar Gürkchen, 3 Stück waren es glaube ich. Das Gemüse habe ich klein geschnibbelt. Und hier ist das angebrutzelte und was mich jetzt ganz gewaltig ärgert, was ich vergessen habe, meinen allseits beliebten Reis in der Rouladen. Selbst hier wird er nicht fehlen. Aber ich haue hier definitiv mal nicht ganz so viel rein wie sonst. Hoffe ich zumindest. Den mischen wir hier jetzt einfach drunter. Und das werdet ihr dann sehen, warum ich das so mache. Eigentlich hätte ich den ja mit angebrutzelt. Naja, komm, ein bisschen darf es schon noch sein. Aber da ich den vorher vergessen habe, tja, blöd. Naja, wenn man nicht alles gleich rausstellt. So. Und was wir nachher noch brauchen, wenn die Rouladen soweit fertig sind, ist ein klein bisschen Mehl. Wenn ich es nicht wieder vergesse. So. Und jetzt meine Rouladen. So. 2 Stück an der Zahl. Die werde ich jetzt versuchen, wie gesagt, da hängt ein Stück Lauch dran, ich werde versuchen, die noch ein klein bisschen breiter zu klopfen. Dazu tue ich mal ein bisschen Folie drüber. Leider habe ich noch keinen Fleischklopfer, muss ich mir jetzt auch endlich mal besorgen. Mache ich wahrscheinlich das nächste Mal beim Einkaufen. Aber so ein Töpfle tut es auch. Ja, und das mache ich jetzt mit beiden. Und ja, nachher seht ihr sie ja dann komplett. Die Rouladen, ja, etwas breiter sind sie definitiv geworden. Dann geht es hier jetzt schon weiter. Moment, wo habe ich das Hackfleisch? Das Hackfleisch waren irgendwas um die 200 paar zerquetschte Gramm. So. Das reicht hierfür. Dann kommt. Ruhe da, das ist Squeeze McAllister. Etwas von dem Ofa-Rap mit rein. Das ist meines Erachtens mit der beste Universal-Rap. Ja, und hier ins Hackfleisch mische ich mir jetzt das rein, was normalerweise auf meine Rindsrouladen so drauf gekommen wäre. Die Zwiebeln, Petersilie angeschmort und verknete schön mit dem Hackfleisch. Halt, den Löffel brauche ich eventuell noch. Ich
Also wie gesagt, die Zwiebeln und das Zeug, was angeschmort war, habe ich jetzt erstmal wieder schön abkühlen lassen. Man könnte noch ein bisschen mehr Gewürz rein tun. Na komm. Wobei man ja aufpassen muss, weil das Gewürz meistens immer erst so richtig zur Geltung kommt, wenn das Zeug gebraten und gebrutzelt wurde. Dann geht es weiter mit der nächsten Runde. Rouladen füllen. Und dazu brauchen wir auch noch den Bacon. Da werden wir aber wahrscheinlich bloß ein, zwei Scheiben brauchen pro Roulade. Jo. Hier fliegt alles durch die Gegend, Leute. Der Wind ist zu stark. Oh, Mann hat es mir gestellt. Bisschen Senf. Eigentlich könnte ich beide Rouladen gleichzeitig machen. Dann brauche ich vielleicht nicht ganz so oft die Hände waschen. Warum schneiden die Metzger die Rouladen so schmal? Oh Mann. Dann jeweils zwei Scheiben Bacon. Das reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja. Oh Mann, egal. Gleich wird sich zeigen, ob ich zu viel oder viel zu viel von der Masse hier habe. Oder ob es genau aufgeht. Wenn was übrig ist, schmeiße ich das dann einfach so mit in den Topf rein, in die Kakotte. Ach, jetzt muss ich mal das echt einmal aufschreiben. Und dann kommt es einfach mit den Söschen sozusagen. Aber ich glaube, das geht alles auf. Jawohl. Also nicht ganz bis zum Rand. Hoffe ich, dass ich bloß noch die Gurken hier reinbekomme. Oh mein Gott, die Rouladen sind ja gemeingefährlich. Gut, ein bisschen weniger Gurke hätte auch gereicht. Wo ich meine Zahnstocher habe, weiß ich nicht. Dann nehme ich halt gleich die Schaschlikspieße hier. Das wird auch funktionieren. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt tun wir hier erst einmal die Ränder hochklappen. So ein bisschen einklappen. In der Hoffnung, dass seitlich aus den Rouladen dann nicht zu viel rausquillt. Zu lang, Mann.
haben wir die erste Mega-Roulade fertig. Ja, seitlich wieder aufgegangen. Also es wird mit Sicherheit ein bisschen was rausquellen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ist leider so. Ich schneide jetzt noch die Spieße ab und roll dann die zweite auch noch ein. So Freunde, ich besorge mal jetzt, oder schaue jetzt doch noch, wo ich die Zahnstocher hin habe, damit ich doch noch jeweils einen Querneil würgen kann, dass das mit Sicherheit zuhält. Und das Mehl wäre jetzt eigentlich gedacht gewesen, einmal die Okolyten drin zu wenden, aber das lasse ich jetzt weg. Soll dazu dienen, dass es besser braun wird, schöner braun wird. Ja, okay. Wir sehen uns dann wieder an der Kochstelle an der Kakorkotte. Ja, an dem Gusseisernen. So, Dalle. Entschuldigung, dass ich euch mal noch ein bisschen höher bringe hier. Hier werden wir jetzt gleich die Rouladen einmal schön ringsherum anbraten. Und ja, ich weiß, ich habe das Fleisch von den Rouladen selber nicht gewürzt. Mit Absicht nicht, weil ich denke, die Füllung und Co. wird genügend Geschmack ans Rindfleisch hinbringen. Aber hey, wenn das nicht Okolyten sind, dann weiß ich auch nicht. Und so werden sie, wie gesagt, ringsherum angebraten, von allen Seiten. Boah. Ja, komm jetzt raus. Zwei Stück auf einmal sind wahrscheinlich doch ein bisschen viel hier. Und wieso hängen die unten fest? Wenn wir warten, bis es sich loslöst, ja, dann brate ich sie halt einzeln an. Und ich zeige euch nachher das Ergebnis, ganz klar. So, da hinten liegen sie. Jetzt kommt das Gemüse rein. Das tun wir nur ganz kurz anschwitzen. Ja, und ich merke schon, unten habe ich ein klein bisschen abgesetzt. Da kommt jetzt eine Gemüsebrühe mit rein. Das Zeug unten löst wieder. Die habe ich eh recht stark gemacht. Jetzt ist es lecker auf Trinkstärke. Aber jetzt ist halt mit dem Gemüse anschmoren vorbei, gell? Warum habe ich das Gemüse so klitzeklein geschnippelt? Ganz einfach, ich werde es hinterher nicht durchpassieren. Ich lasse es komplett so, wie es ist. Nicht aus Faulheit, sondern einfach, weil ich es so viel lieber mag. Boah, jetzt muss ich das da reinkippen, bevor ich es komplett leer sauf. Ah, der Bodensatz muss ich erst noch lösen. Gut, dann haben wir das Gemüse halt nicht so angeschmort. Aber dafür können wir die Rouladen schon wieder reinsetzen. Ja, ich sag's euch, die sind schwer. Die sind wirklich schwer.
bisschen an Roden. Den gebe ich jetzt auch einfach hier drüber. So, dann ist der auch weg. Noch ein bisschen Wasser. Wir erinnern uns innen an den Reis, der wird wahrscheinlich auch noch jede Menge wegsaugen. Tja, also nicht ganz bedecken die Rouladen. Und dann lassen wir sie einfach so vor sich hinköcheln. Tja, ich mache hier dabei schon mal Ordnung. So Leute, dann ist der Endspurt oder hat der Endspurt begonnen und fragt mich jetzt nicht, wie lange die jetzt drin waren. Auf alle Fälle eine ganze Weile. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geschaut. Leider. Na komm raus, du Feigling. Aber bleib ganz. Boah. Also die haben echt ein Gewicht. Hammerhart. Tja. Und mein Süßchen hier. Erst einmal so probieren. Hey. Aber hallo. Es braucht gar nicht viel. Ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Und irgendwas blockiert hier jetzt. Ah, super. Mann! Toller Effekt mitten im Video. Na, eine Batterie ist rausgesprungen. So. Na komm. Ich bin jetzt gemein, ich tue jetzt einfach noch ein bisschen beschummeln und was von meinem Zauberpülverchen da rein. Und zum Eindicken, wie sagt man da, Mehlschwitze oder so ähnlich, so ein Mehlwässerchen mit rein. Schauen wir mal, wie dick das Ganze wird. So, jetzt kann man das Ding wahrscheinlich nachher mit dem Messer schneiden. Die Soße. Mal kurz aufköcheln. Boah, geil. Da mache ich nichts mehr. Dann setze ich die Rouladen kurz wieder da rein. Und in 5 bis 10 Minuten kann ich dann essen. Ja, meine Lieben, somit hätte ich es geschafft. Ja. Erst einmal bloß ein Semmelknödel, weil die Rouladen sind mächtig. Falls ich noch einen Knödel nachher will, ist er noch warm. Ja, Wahnsinn, hey. Das ist wirklich mächtig, sehr, sehr mächtig. Ich schnaule mir gleich mal die Spieße raus. 3 Stück an der Zahl sollten es sein.
2. Und den dritten finde ich jetzt gerade gar nicht. Hm, da hat sich wahrscheinlich aufgelöst. So. Und genau das ist es, was ich an den Sößchen so liebe, dass da schön Gemüse drin ist. So, dann stelle ich den Bottich auch mal schnell nochmal weg. Tja, und dann würde ich mal sagen, fertig ist mein Essen. Also an den Knödeln kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Ab ins Wasser und gut ist. Und die schmecken auch einwandfrei. So. Und nur für euch mache ich jetzt bei einer Roulade einen Mittelschnitt. Oh, sieht das nicht geil aus? Der Spieß. Na, komm raus. Und jetzt hole ich euch erst einmal nochmal sauber hier ran. Also, wenn die Rouladen nicht gut aussehen, dann weiß ich auch nicht. Aber wie man die jetzt essen soll, das ist die andere Frage. Ich schneide mir hier jetzt einfach mal so eine Schicht weg. So eine Lage, weil dann habe ich schon mal alles drin. So. Und Kamera umstellen. Ja, und wie schmeckt so eine Roulade mit Hackfleisch gefüllt? Mmh. Sehr geil. Durch das Gewürz, den Ofen auf alle Fälle etwas nach Barbecue und Rouladen, muss man tatsächlich so sagen. Das Sößle finde ich auch einwandfrei. Ja, dann werde ich jetzt um 19 Uhr 2 Minuten vor 7 mein Essen genießen. Tja, Leute, wer es bis hierhin geschafft hat, durchzugucken, vielen Dank. Und Moment. Ich gehe jetzt essen. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Nettes Kommentar, freundliches Abo und ja, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.